Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu G-Sims 4 Runaway Teen Challenge. Tina ist gerade wach geworden, weil sie aufs Klo muss. Da würde ich auch sagen, geh doch einfach. Geh. Bitte. Bitte geh aufs Klo. Danke. Das ist sehr freundlich, dass du aufs Klo gehst. So. Ja, sie hat nicht lange geschlafen. Sie ist direkt, nachdem ich die Aufnahme beendet habe, wieder wach geworden. Das könntest du mal wegwerfen. Kein Bock, jetzt die Teile zu plündern. Hauptsache, es ist schon mal aus dem Weg. So, ich verkaufe bis eben noch die ganzen Sachen hier. Irgendwann werden wir natürlich auch die ganzen Sachen mal, wenn wir genug Geld haben und weit genug fortgeschritten sind, was unser Haus betrifft und Mitbewohner haben. Dann werden wir auch mal die ganzen Sachen öffnen, also die ganzen Kapseln, die ganzen Steine, die wir finden, dass wir die auch mal an dieses Labor schicken. Das machen wir auch irgendwann dann nochmal. Aber erstmal brauchen wir Geld. Und zwar nicht gerade wenig. Ist immer ein bisschen doof, wenn man nur so zwei Pilze hat, dass sie echt wenig bringen. Was jetzt? Gerüchteweise steigt im Charlotte, was auch immer, gerade eine verrückte Party. Kommst du mit? Gärten des Charlotte spukender Landsitz. Da waren wir ja letztens schon. Da waren wir ja letztens schon. Da war ja nicht wirklich was. Und ganz ehrlich, ich habe mit ihr gerade etwas anderes vor. Deswegen gehen wir diesmal nicht mit. Da war letztens echt keine Party. Ihr erinnert euch wahrscheinlich noch. Oh mein Gott, was ist hier los? Das Klo ist hier, das ist. Das muss gesäubert werden und das auch. Und das ist wieder repariert. Oh. Hat sie jetzt schon wieder Hunger. Also sollten wir was kochen. Und zwar machen wir. Was machen wir denn? Irgendwas, was satt macht. Käse, Augäpfel, I. Kekse mit Schokostückchen, I. Pfannkuchen. Ja. Pfannkuchen, dann machst du mal eine Viererportion. Dann kann sie erstmal kochen und sich dann ums Bad kümmern. Aber erstmal schlafen wir ein bisschen. Huch. Ja, geil. Das ist jetzt echt. Ah, okay, ich wollte gerade sagen. Ich wollte mich gerade auf die Uhr gucken. Und da ich es sehr dunkel gemacht habe, sehe ich die Uhr unter meinem Monitor so schlecht. Wollte auf mein Handy gucken und plötzlich war alles schwarz. Auf meinem Handy. Ich dachte schon, es wäre jetzt abgestürzt. Aber dem war nicht so. Deswegen gerade. Okay, also ausgeschlafen ist sie definitiv. Jetzt macht sie sich was zu essen. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Ah, ja. Bist ja gerade aufgestanden. Muss man sich erstmal strecken, ne? Also wirklich Bock hat sie gerade nicht, ne? Aber ich bin auch so, wenn ich richtig Hunger habe, habe ich auch keinen Bock, was zu kochen. Obwohl es ja die einzige Lösung wäre, dieses Hungerproblem zu lösen, ne? Was? Pfannkuchen. Ja. Bin so müde. Ja. Und Rückenschmerzen habe ich auch. Ah, sieht's geil. Ich hätte mit Kochen sehr gut. So, wie sieht's aus? Also nur Hunger. Spaß. Spaß ist wieder so eine Sache, ne? Warum? Warum hat sie nie Spaß? Prozent, ne? Und es ärgert mich so sehr mit der Kuhpflanze. Es ärgert mich so sehr. Ey Leute, ich schwör's euch. Also wir fahren auf jeden Fall später zu dem Punkt, dass sie sich nochmal eine Kuhpflanze angeln kann. Das ging ja recht flott.
Magst du was schneller essen? Es kann nicht sein, dass sie nie Spaß hat, ne? Dass dieses Spaßlevel so schnell runtergeht. Es ist so furchtbar. Säubern. Säubern. Und dass sie immer ihren Teller liegen lässt, ne? Egal. Das bringt Geld. So, jetzt putzt sie erstmal das Klo, dann die Dusche, dann putzt sie sich die Zähne. Das ist gut, aber sie hat wie gesagt keinen Spaß. Dann soll sie sich nochmal den Comedy-Kanal angucken. So blöd. Ich würde eigentlich ihre Gartenfähigkeit, wie gesagt, voll machen. Es fehlt nicht mehr viel. Und dieses Etwas kriegen wir gerade nicht zusammen. Oh nein! Weil unsere Anlage kaputt ist. Dann kannst du den Fernseher erstmal knicken. Dann kannst du die erstmal reparieren. Ist sie auch noch angespannt! Ja, magst du nicht mehr putzen oder was machst du da gerade? Bist ziemlich langsam, was das Putzen angeht. Ja, sieht doch schon mal gut aus. Perfekt. So, und jetzt noch die Anlage. Ach, Zähneputzen, genau. Zähneputzen hatte ich ihr gesagt. Dann ist die Hygiene auch nicht gerade hochgegangen, aber geht. Und jetzt reparierst du noch schnell deine Anlage. Ist nur am Meckern, ne? Nur am Meckern, die Dame. Die Toilette muss sie auch nachher schon wieder. Ich spule es mal eben vor. Oh, sie hat einen Teil gefunden. Tschüss, Teil. Kann man züchten? Ja. Immerhin etwas. Warum ist das lila? Ich frage mich, warum das lila ist. So, ihr Spaß ist wieder nach oben. Schule. Oh nein. Weg. Weg mit der Schule. Ich glaube, du hast langsam genug Fernsehen geguckt. Mach doch mal hier ein bisschen Kram im Müll und dann kannst du den Müll wegbringen. Was hältst du denn davon? Hm? Jetzt geht's ab. Das bringt ja auch Spaß, im Müll rumzuspielen. Okay. Magst du es jetzt wegschmeißen? Mal Teile plündern? Dann liegt ja gleich der ganze Haufen gleich eh woanders. Und dann kannst du noch ein Bild malen. Ja. Verstehe ich nicht. Ohne. Aber gut. So, jetzt lasse ich erstmal ihr Bild malen, bevor ich ihr jetzt irgendwelche anderen Befehle gebe. Kein Bock, dass das wieder abbricht. Was ist das denn? Oh mein Gott. Ich glaub's ja nicht. Sie muss schon wieder aufs Klo. Ich krieg die Krise. Ist das Zitrone und Orange oder was? Nee, ich möchte... Na... Oh. Ist alles Zelda schuld. Ich würde gerne wissen, wie es aussieht, wenn es fertig ist. Ist es eine Kartoffel oder ist es eine Zwiebel? Oh mein Gott, man kann es gar nicht erkennen, aber es ist irgendwie süß. Es ist so süß. Magst du es noch verkaufen? Und jetzt ist sie inspiriert. Ja, sorry, dann kannst du direkt noch... Dann kannst du direkt noch ein Bild malen. Und zwar mal ein großes. Das ist jetzt ein bisschen blöd, aber da sie inspiriert ist, hätte ich ganz gerne, dass sie noch ein Bild malt. Was wird das? Bist du fertig? Ja. Sie ist fertig. Und sie möchte jetzt im Museum an Staffelei malen. Alter,
Willst du mich verarschen? Du hast hier eine eigene. Und stellt sich jetzt so an. Das kann doch nicht sein, dass es so dreckig bei uns ist. Ah, Mann. Was wird das denn? Oh Gott. Das ist aber nicht schön. Das finde ich nicht schön, das Bild. Das sieht jetzt schon grässlich aus. Was ist jetzt? Nein, sie bricht einfach ab. Will die mich verarschen? Ah, jetzt kann ich doch fortsetzen. Gott sei Dank, ich dachte gerade schon. Jetzt muss ich aber schon wieder duschen. Du malst das Bild jetzt noch zu Ende und dann können wir weiter gucken. Habe ich mich klar ausgedrückt? Ich denke schon. Aha. Aha. Mal das jetzt zu Ende. Dann können wir uns was zu essen machen. Müssen wir, du hast ja noch was zu essen. Im Kühlschrank. Öffnen. Ein Gericht nehmen. Oh, Zelda, was soll das? Will die mich verarschen? Ist das jetzt hier fertig? Ja. Mann, Mann, Mann. Das ist aber nicht schön. Ich hoffe, wir kriegen ja noch ein bisschen Geld für. Kannst du das gleichzeitig, das verkaufen und essen? Das ist natürlich sehr cool. Für das hässliche Bild haben wir jetzt so viel bekommen. Okay. So, du kannst erstmal essen. Dann kannst du duschen. Nee, warte, erst kannst du das sauber machen. Summer Holiday möchte vorbeikommen und abhängen. Das ist in Ordnung, das kannst du gerne machen. Das können sie gerne machen. Dann haben wir nämlich noch eine Freundin. Mit der vielleicht ein bisschen sozial wieder hochgehen können, weil, es ist schon im gelben Bereich. Ist sie schon da? Summer, kommst du? Jetzt vielleicht? Ich gleich duschen bin und dann kommt sie und ich kann nicht raus, weil ich am Duschen bin. Also Tina ist am Duschen. Ist jetzt egal. Ich gehe jetzt duschen. Das kommt ja nicht, ne? Ich sehe keine Summer Holiday. Wie oft? Sie hat echt Stimmungsschwankungen manchmal, ne? Ach, da ist sie ist schon. Sie ist einfach reingekommen. Was passiert hier gerade? Ja, unterhaltet euch gut, das ist sehr schön. Was ist denn jetzt mit ihr? Beschwert sie sich gerade etwa? Gab es Teilen? Was ist das denn? Wovon redet sie gerade? Jetzt reden sie über Schule. Was ist jetzt? Ah, die gucken sich einfach nur Fotos an. Ach so, okay. Okay. Kennenlernen. Muskeln zeigen, obwohl wir keine Muskeln haben. Aber gut, machen wir mal. Aktion, was ist das? Einladen zu. Ah, okay. Gorsoy. Nimenu Friva. Pandalay. Plinzane Nurska. Plimbabay. Huh. Shuleep. Nepa Wava. Wundisa Haben wir schon ein Foto mit ihr, ne? Yishiga. Bator. In a Pleva. Sabah. Prita Flimabar? Bildungstermin fragen, ja klar. Washinoi. Poishazo, Zimzabor, Wayne von Maze, huh? Behaupten, Kriminelle Superhirn zu sein. Das können wir mal machen. Meskinor. Jetzt ist sie aber leider müde. Aber ich gehe vorher noch in den Garten, weil, ne? Ich möchte. Den Pflanzen geht's doch so schlecht gerade. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Du musst dringend dich um deine Pflanzen kümmern, Süße. Das tut mir zwar jetzt sehr leid, dass du gleich total müde bist, aber, deine Pflanzen haben gerade. Leider oberste Priorität. Weil ich habe keine Lust, dass die uns jetzt hier auch noch verrecken. Wie unsere schöne Kuhpflanze, die wir noch zwei Simoleons bekommen haben.
Eigentlich? Ja! Oh, Gott sei Dank! Und jetzt? Ja? Das war's. Was ist hier? Ah! Freiberufliche Botaniker geschafft! Wir haben alle das komplette Bestreben haben wir jetzt hier erreicht. Outdoor-Fan. Angler-Ass. Hier haben wir noch gar nichts erreicht, ne? Aber ich weiß es gar nicht, wie das ist. Kann ich mir jetzt ein neues Bestreben wählen oder wie sieht das jetzt aus? Ich habe keine Ahnung davon. Wie gesagt, ich habe das da noch nie erreicht. Und wenn, was könnten wir als nächstes machen? Kann man sich jetzt... Ich weiß das nicht. Das ist, wie gesagt, noch nie... Es ist mir noch nie... jetzt haben wir... Okay, wir haben ein neues Bestreben bekommen. Wir haben jetzt das... alles klar. Okay, das ist ja cool. Das ist noch nie, wie gesagt, gemacht. 5 Stunden malen haben wir schon erreicht. 3 Gemälde anfangen, wenn inspiriert. Ja, gut. Demnächst dann wohl. Aber das ist ziemlich cool, dass wir das jetzt hier erreicht haben. Und ich werde den Garten jetzt auch nicht erweitern. Ich werde ihn später mal umbauen. Wenn es noch irgendwas Neues an Pflanzen gibt, das kommt natürlich dazu. Aber ansonsten bleibt es so, wie es ist. Kann ich jederzeit ein neues Bestreben wählen? Weil ich jetzt nicht weiß, wie das ist mit... sie ist ja so selten inspiriert, ne? Gut, Autorin, das können wir nicht machen, weil dann müssten wir ein Buch schreiben. Und das wäre ein bisschen blöd. Was haben wir denn hier noch? Sie ist ja Naturfan und so weiter. Outdoor, was ist denn da machen? 10 nicht bestimmte Pflanzen ernten? Oh Gott. Ah, dann müssen wir wahrscheinlich mal ins Outdoor leben, wa? 5 Fische in Granite Falls fangen. Keine Ahnung, wo die sind. Zweitens, Level 4 der Kräuterkunde-Fähigkeit erreichen. 2x Käfer am Lagerfeuer zubereiten. 10 Pflanzen essen. Okay. Dann kommt 3 ausgezeichnete Kräuterheilmittel herstellen. Alle nicht bestimmten Pflanzen bestimmen. Oh Gott. Mit dem Einsiedler von Granite Falls anfreunden. Level 10 der Kräuterkunde-Fähigkeit erreichen. 5 Nächte im Zelt schlafen. 15 Insekten sammeln. Ich glaube, da müssen wir bei meinen Sims Outdoor wahrscheinlich. Angler-Ass. 5 Fische fangen. An 3 verschiedenen Orten angeln. Insgesamt 10 Stunden angeln. 5 Fische aufhängen oder in ein Aquarium setzen. Level 4 der Anglerfähigkeit erhalten oder erreichen. 5 Fische mit Köder fangen. 6 großartige Fische machen. Was? Level 6 erreichen und dann 20 Fischarten sammeln. Level 10 der Angelfähigkeit erreichen. Angeln finde ich ja so ein bisschen langweilig. 10 Sammelobjekte sammeln. 5 Kristalle sammeln. Frösche sammeln. Ich glaube, das machen wir mal. Ich glaube, das müssen wir sogar fast erreicht haben, ne? Na gut, die Schatzsammlung vervollständigen. Oh Gott. Ich denke mal, dass wir die dann auch wegschicken müssen, ne? Das weiß ich nicht. Was können wir denn... Hab einen Freund oder eine Freundin zu 2 Verabredungen gehen. Level 4 der Charme, Charisma-Fähigkeiten erhalten. 3 erste Küsse gehabt haben. Level 6 der Charisma-Fähigkeit erreichen. Eine starke romantische Beziehung mit 3 Sims gleichzeitig haben. Ach du Scheiße. 10 Sims küssen. Bei 3 Verabredungen Gold verdienen. 8 Freunde oder Freundinnen gehabt zu haben. Nee, das möchte ich nicht. Das ist mir zu blöd. Na gut, aber sie ist ja halt ein Outdoor-Fan auch, ne? Ich glaube, wir machen erstmal das nicht bestimmte Pflanzen ernten. Dann müssen wir mal ins Outdoor, wa? Das könnten wir eigentlich auch theoretisch machen. Wir haben Geld genug. Komm, dann sind wir jetzt erstmal Outdoor-Fan. Dann machen wir das mal erst, weil sie hat ja... Moment, wo ist sie denn jetzt? Oh! Naturforscherin, okay. Machen wir jetzt einfach mal. Und ganz ehrlich, ich würde auch jetzt schon... Es müsste doch eigentlich im Outdoor sein, ne? Also ich hoffe es zumindest.
Also ich rede jetzt von dem Erweiterungspaket, ne? Ihr wisst, was ich meine. Da müssen wir ja in den Urlaub gehen, ne? Und sie wollte ja auch schon mal in den Urlaub fahren. Machen wir das einfach mal und wir nehmen, nee, wir fahren alleine und gucken mal da, was wir da für Leute kennenlernen. Geld genug haben wir für, wie lange fahren wir? 3 Tage, aber letztens so ewig lange, ne? Als ich mit Familie Völl im Urlaub war, das war so unends ewig lang. Ich muss ja 5 Nächte im Zelt übernachten, ne? Ja, schwierig. Ich gucke jetzt mal was so. Vielleicht gibt es ja was Mittleres. Du bist doch noch am Gießen, ne? Dann spule ich mal vor. Schlafen müsste sie, aber schlafen könnten wir ja, wie gesagt, dann im Zelt. Was ist mit deiner Bananenpflanze hier hinten, Süße? Die hast du vergessen, ne? Ja, dann wird die jetzt sterben. Genau, das ist dieses Granite Falls, wie auch immer es ausgesprochen wird. Gibt es hier schon einen Zeltplatz? Nein. Campingplatz? Ah, da müssen wir uns ein Zelt, glaube ich, verkaufen, ne? Ich muss gucken, wie teuer das Ganze ist, ne? 111 pro Nacht. Hier waren wir, glaube ich, schon. Ne, hier in dem großen Haus waren wir, glaube ich. Ja, dann gehen wir auf den Campingplatz. Wie lange möchte ich denn da bleiben? Ich kann richtig lange da bleiben. Ja, komm, dann gehen wir mal 3 Tage hin. Und schauen dann mal. Aber ich würde sagen, wir schauen in der nächsten Folge wieder. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.